ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Zuschauer und Abonnenten, die mich länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, mein Diamponi, ne? Zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier das Glossy Box Osterei. Dieses Jahr musste es irgendein Osterei sein. Entweder Look Fantastic, Glossy Box. Ja, ich weiß gar nicht, ist es dieses Jahr neu mit dem Osterei oder gab es letztes Jahr auch schon? Ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht kann das jemand mir mal in den Kommentaren schreiben. Ich glaube, das ist dieses Jahr das erste Mal. Glossy Box hat mir jetzt nicht zugesagt, Look Fantastic ging so. Und dann dachte ich, dann ist es jetzt halt das. Ne? Das hat mir so knapp 40 Euro gekostet. Es gab jetzt auch irgendwie Rabatt und noch irgendwie, dass man sich noch eine Box dazu. Ich habe jetzt hier 40 Euro bezahlt und fertig. Ne? 10 Sachen sind hier drin, 10 Produkte. Ich habe leider schon den ganzen Inhalt gesehen. Ist halt nun mal so auf Instagram. Ne? Und ja, finde ich in Ordnung, aber wir gucken trotzdem jetzt nochmal gemeinsam rein. Und wenn dich das interessiert, noch andere Geschichten, die ich hier so treibe, würde ich mich freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kanälchen abonnieren würdest, ne? Glöckchen anmachst, nicht vergessen, dann informiert dich YouTube über ein Video von mir. Wenn das nicht so funktioniert, dass YouTube dich rechtzeitig informiert über ein neues Video von mir. Ich bin auch bei Instagram und da lasse ich sofort meine Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und machen auf das Ei. Na, ich finde es so schön, ist recht groß, muss ich sagen. Dekorativ passt es schön zu Ostern, das ist eigentlich genau richtig. Happy Easter steht hier oben, was will man mehr? Ne? Und dann macht man das so auf. Oh, guck mal. Und das ist der Blick in the Box. So. Sehr schön, sehr schön. Ich stelle mal den Deckel hier hinten so hin. Na, da ist ja gleich die ganze Deko. Oh, guck mal. Es bleibt nicht stehen, Leute. Es will nicht stehen bleiben. Es rollt wie ein Ei jetzt steht. So. Es rollt wie ein Ei. Ja, Leaflet. Make your Easter even more beautiful. Ostern klopft dieses Jahr früher als erwartet an, aber hey, kein Grund zur Panik, ganz im Gegenteil. Es wird Zeit für ein bisschen Farbe, Leichtigkeit und bye-bye Winterblues. In unserem süßen Osterei findest du viele Beauty-Lieblinge für dein Osterbrunch-Styling. Aha. Oder um einfacher deine Beauty-Routine einen frischen Kick zu verpassen. Psst, ein leckeres Goodie haben wir auch für dich versteckt. Was genau dich erwartet, na, da musst du wohl auf deiner Ostereiersuche selbst herausfinden. Also, auf geht's, viel Spaß beim Suchen, Ausprobieren und Verlieben. Happy Easter, Sweetheart, with Love, dein Beauty Love Team. Genau. Beauty Love, ne? Ist halt, wo die Pink Box auch herkommt, die Brigitte Box, die Barbara Box, ne? Genau so ist es nämlich. Den QR-Code. Den scanne ich, na, wenn ich das Video bearbeite, da blende ich euch mal so Preise ein, ne, und was die Produkte machen soll, wenn jetzt was unklar ist, weil ich mit Handy aufnehme und das kann ich währenddessen ich das Video drehe nicht machen. Oh, guckt mal. Und Amicelli, die waren mal in der Pinkbox mit drin, ne? Amicelli 100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug. Ja, das sind Waffelräuche mit Haselnusscreme, umhüllt von Milchschokolade. 18 Stück haben wir hier drin. Hatte ich schon mal gehabt, würde ich mir selber so nie kaufen, aber wenn die denn schon mal irgendwo mit bei sind, esse ich die auch. Ne, passt zu einer Tasse Kaffee mit dazu. Ne, ja, was soll ich sagen? Amicelli, lecker, ne? Was Süßes zu Ostern gehört halt einfach auch ein bisschen mit dazu, ne? Das ist halt nun mal so. So, was ich jetzt nicht so feiere, ist jetzt von Just Spices Carrot Cake Mix. Mach ich nicht. Ich mache so einen Karottenkuchen nicht. Ich packe das mal mit in eine Verlosung, ne? Mit diesem Mix hast du alle Zutaten für den perfekten Carrot Cake zusammen. Einfach einen Esslöffel der Mischung und 200 Gramm Mehl geben, fertig. Peppe damit auf jegliche, damit auch jegliche Cremespeisen auf. Gut, kann man halt ganz normal irgendwo mit reinmachen, wenn man Kekse backt, Kuchen backt oder Pudding oder keine Ahnung, was man so macht. Ne? Aber das wird weiter, das gebe ich weiter, ist auch Originalgröße von 70 Gramm. Ne? Ja, aber ich kann das mal hier oben so mit hinstellen. Das brauche ich jetzt nicht. So, dann haben wir hier
Anastasia Beverly Hills Lash Sculpt, ein Lengthening and Volumizing Mascara in dieser wunderschönen Verpackung, finde ich sehr schön. Von Anastasia Beverly Hills habe ich noch kein Mascara. Ne, es wird mal Zeit. Oh, das ist, fühlt sich übel schwer an, muss ich sagen. Oh, ey, oh, das ist ja, oh, boah, also guckt mal, hochwertig. Sehr hochwertig, es ist sehr schwer, muss ich sagen. Nicht so wie die anderen Plastemascara, wie man das so kennt, ne? Ist schon, der sieht schön aus. Also der bleibt auf jeden Fall bei mir, Leute. Mal gucken, Beautyboxen Fullface habe ich sonst auch immer gemacht von den ganzen. Aber irgendwie hat es die letzten Male keiner mehr geguckt. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich trotzdem das weitermache, Beautyboxen Fullface irgendwie. Müssen wir mal schauen, wie war das, ne? Auf jeden Fall teste ich dann immer so die Sachen aus, wenn die in so Beautyboxen mit drin sind. Der fühlt sich sehr toll an. Also wirklich, ich muss wirklich sagen, oh, hier, guckt mal. Das ist ja auch schick. Und oh, mit dem Bürstchen komme ich sehr gut klar. Das ist ein relativ schmales Kunsthaarbürstchen. Nee, Plaste, Silikon, Kunsthaar. Kunsthaar, nee, Silikon ist es auch nicht. Kunsthaarbürstchen. Und ja, damit komme ich dann auch sehr gut hier unten denn so ran an meine kleinen Wimpern und meine kleinen Wimpern, Leute. Ich meine die unteren Wimpern, ne? Habe ich gemerkt, die machen sich gut und die etwas dickeren Bürsten, die kann ich überhaupt nicht klar. Und das ist genau richtig und so schön, Leute. Ich lieb's. Und wir haben hier, das ist auch natürlich 10 Milliliter, ne? Ja. Ich hoffe, der macht auch gut was her, der Mascara. Dann haben wir, oh ja, natürlich, ne? Das muss ja ein bisschen auch, da ist der Wert safe voll denn drin, ne? Von der Wand haben wir hier ein Pro Kollagen, was ist das? Primer. Okay, ein Primer von Avant, was man sich so unter das Make-up packt, ne? Einfach ein Primer von Avant, 30 Milliliter. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der so machen soll. Soll der, macht der matt, macht der glänzend? Ich mag mehr so diese glänzenden Primer. Ich mag so Glow, ne? Weil ich glaube, der wird eher so. Ja, hier steht auch, soll wohl auch gut sein, wenn du so Rötungen hast oder so, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich swatch den jetzt mal nicht. Ich lasse den erstmal zu. Vielleicht kommt der mal weiter. Ich weiß es noch nicht. Ich blende euch mal einen Screenshot rein, was auf Deutsch steht, was der so machen soll, ne? Genau. Ja, von der Wand einfach mal ein Primer. Ach so, 30 Milliliter, ne? Das reicht zu für Primer. So, dann haben wir von schon wieder mal Haarprodukte. Obwohl Ahu ist eine gute Marke, Leute. Jetzt, ne? Also, ich denke, dass, oh, das werde ich, ah, das ist genau richtig für mich, Leute, von Ahu. Also, wie gesagt, Shampoo und Conditioner. Haben wir einmal hier Repair-Pflege für langes Haar, ne? Shampoo und Conditioner. Mit Paradies, Nussöl und Reismilch, Leute. Also, und ich sehe gerade, der Conditioner ist größer wie der das Shampoo. Müsste das eigentlich nicht andersrum sein? Also Conditioner hat man doch immer so viel drüber. 75 Milliliter der Conditioner und 50 Milliliter Shampoo. Ich hätte es ja eher andersrum gern gehabt, ne? Dass das Shampoo mehr ist wie der Conditioner. Selbst diese kleinen Duben Conditioner, die halten immer ewig lange bei mir. Also, ja, warum macht man das so? Naja, gut. Ja, soll halt für langes Haar sein, habe ich. Deswegen werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Das wird bei mir bleiben, ne? Und ja. Ja, ja, was soll ich weiter dazu sagen? Wir wissen alle, wie man Shampoo und Conditioner benutzt, ne? Ich schnupper mal dran, ne? Schon der Duft mit Reismilch und Paradiesnussöl, wie auch immer. Achso, Paradies, ich lasse das erstmal noch zu. Hier ist noch ein Siegel, ja. Aber ich schnupper das schon so aus der Verpackung raus. Es riecht gut. Manches riecht man schon aus der Verpackung raus. Also das finde ich doch, das werde ich mal austesten. Das ist ja für lange Haare ist genau perfekt für mich, ne? Und dann muss ich mal gucken in meiner Backup-Kiste mit Shampoo, Conditioner und sowas alles.
da vielleicht kommt da jetzt doch was raus, ne? Muss ich halt mal gucken, dass ich da noch mal was rausnehme. Auf jeden Fall teste ich das sehr, sehr gerne aus. Dann haben wir von ASA Magic Care Expression Control Serum, aber eine kleine Tube, ein Serum, ne? 5 Milliliter partiell auf das Gesicht auftragen. Okay, Expression Control Serum, was auch immer das so machen soll, kann ich ja auch mal einen Screenshot einblenden, weil das ist jetzt auch bloß eine Probe, ne? Ja, ist jetzt halt keine Originalgröße, so vielleicht so eine Reisegröße für unterwegs. Dann haben wir genau, das war Sneak Peek von NYX Jumbo Professionell Make-up, ein Eye Pencil. Ja gut, der wird weiter wandern, ein weißer Eye Pencil. Ich swatch den jetzt auch nicht, der kommt mal irgendwie mal weiter, ne? Ich weiß jetzt nicht, was der jetzt hier so generell machen soll. Der soll alles machen wahrscheinlich. Ist hier ein Anspitzer mit dran? Nee, ist nicht. Und der ist einfach nur weiß. Also, ja, nee, ja. Ich denke mal, das kann man als auf dem Lid machen, als Highlighter, als Lidstrich, ne? Deswegen, ja, brauche ich jetzt nicht. Dann wird der mal halt weiter wandern. Dann habe ich hier von Coolac Sensual Glow Rich Cream Lipstick. Oh, der fühlt sich auch so schwer und hochwertig an, Leute. Es fühlt sich toll an, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ne? Also, das ist die Farbe 06 Babe. Ja, wir gucken uns mal die Farbe an. Weiß nicht, ob. Oh, jetzt sind die nie kaputt machen, aber das wird sich jetzt leider nicht vermeiden lassen. So, hier nochmal so Pappe. Der sieht schön aus, Mann. Guckt mal. Auch ganz schwer. Also das ist richtig. Das ist kein Plastik, sondern richtig aus Metall, so eine Verpackung. Ne? Also schön sieht's aus. Jetzt mal ganz im Ernst. So. Oh, und die Farbe ist auch toll. Also, das ist halt wirklich matt. Und dann steht hier nochmal eingestanzt, ne, auf dem. Eine schöne Nude-Farbe. Es ist auch meine Farbe. Ich nehme gerne mal so eine, außer heute. Ne? Heute habe ich richtig. Passt halt. Ostern, hallo, ne? Da ist bunt halt. Ne? Es passt halt sehr schön. Aber der gefällt mir richtig gut. Also. Oh ja, der bleibt bei mir. Ich mag ja so auch diese. Oh. Aber noch ist das Logo zu sehen hier. Guckt mal, so sieht's aus. Ne? Oh, der ist schön. Der ist richtig. Schön. Schon die Umverpackung, schon alleine, das stellt man sich so hin. Ich glaube, das werde ich hier oben dann so in meinem goldenen Tablett so mit reinstellen. Das passt da schön rein. Schön. Ist schon tolles Projekt. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, ob das jetzt unbedingt so meine. Doch, ich glaube, das geht klar. Ne? Doch, doch, hatten wir ja. Ich mag bloß diese blassen Lippenfarben nicht. Ne? Die so, da sehe ich aus wie tot. Ne? Bei mir stehen halt mehr so dunklere. Ich denke, das geht klar. Habe ja erst Lippenstifte ausgesortiert. Ne? Dann haben wir ja einmal von Jean d'Orcelles ein Lip Liner. Der ist voller eingestaubt von dem Kruschelpapier hier. Ja, die Farbe habe ich mehr wie genug da. Würde natürlich zu der Farbe passen. Ne? Also das würde passen. Aber ich habe die Farbe mehr wie genug da. Ein anderer Lip Liner, ne? Ich lasse den auch zu. Der ist auch noch eingeschweißt. Der wird dann auch weiter wandern, ne? Weil wie gesagt. Lip Liner benutze ich ganz selten eigentlich, muss ich ehrlich gestehen. Bin immer zu faul dazu. Hauptsache schnell Lippenstift aufgetragen und fertig. Und ich bin jetzt mir nicht so sicher, aber es führt. Hier hinten haben wir auch einen Anspitzer mit dran, ne? Der wird ja auch mal weiter wandern. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber wie gesagt, die Farbe habe ich auch da. Oder ich gucke noch mal, habe ich die Farbe da? Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal genauer gucken. Dann als letztes haben wir von Kappa Blush ein Parfüm. 40 Milliliter. Gratisgeschenk für dich steht hier drauf. Gucke einer an. Ja, wahrscheinlich so die Überraschung, die jeder bekommt, glaube ich. Ich denke ja.
Also haben wir doch mehr, wartet mal eins. Das ist das wirklich das 11. Produkt, Leute, ne? Wir schnuppern mal, ob der Duft mir gefällt. So sieht's aus, ne? Also die Flasche ist auch so matt, so milchig matt, so milchig matt. Ich kann jetzt hier nicht. Oh, das riecht gut. Das riecht sehr gut. Oh ja. Das riecht gut. Das riecht sehr gut. Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin nur bei Parfüm nicht so wählerisch. Also mir gefallen irgendwie fast alles an Parfüm. Ne? Das ist meistens so. Ich weiß auch nicht warum. Doch, das ist... Ja, doch, das gefällt mir vom Duft her. Ist auch ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Es gefällt vielleicht auch nicht jedem. Aber das ist wirklich... Das, nach was es riecht, Leute, ich bin schwer im Düfte beschreiben. Ich blende euch mal einen Screenshot ein. Vielleicht finde ich das irgendwo, ne? Aber es riecht wirklich sehr gut. Aber das steht hier auch nirgendwo oben, nach was es riecht, ne? Also hier ist auch nichts irgendwie großartig, ja. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Box irgendwie besser als die Box Osterei. Muss ich ehrlich sagen. Weil im Glossy Box Osterei sind wirklich Sachen drin, die, was schon mal in der Glossy Box immer war. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, das kannte man irgendwie alle schon. Der Keratin London Primer, das Rituals Duschgel, irgendwie, ja. Und ich finde, ja, hatte man vielleicht auch schon mal so einen oder anderen Box, aber ich finde, ja, weiß ich nicht, ne, das kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern, aber ich bin wirklich froh, dass ich mir dieses Beauty Love Osterei bestellt habe, muss ich wirklich sagen, mir gefällt das richtig gut. Ich freue mich auf den Anastasia Beverly Hills Mascara, da bin ich mega gespannt, auf den Kulak Lippenstift, der, ne, Amicelli, ja, Parfüm. Jetzt, wo es ein bisschen verflogen ist, doch, ich mag den Duft. Vieles bleibt bei mir, ne? Bis auf der Jumbo von, bis auf der von NYX, der Jumbo Stick. Puh. Serum von Asam Beauty, ja, muss ich mal gucken. Na, also ich finde das gut, mir gefällt das Ei. Ich finde es richtig gut. Also ich bereue nicht, dass ich mir das bestellt habe. Ich mag das voll irgendwie, ne? Könnt mir ja gerne mal so eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu sagt, ne? Vielleicht seid ihr da andere Meinung. Geschmäcker sind ja verschieden, Gott sei Dank. Ich weiß auch gar nicht, ob es das Ei noch gibt. Vielleicht gibt es das noch. Dann blende ich, tue ich euch mal unten einen Link in die Infobox packen, ne? Da kommt ihr direkt drauf. Und wenn nicht, ja, habt ihr leider Pech gehabt, ne? Sorry, dass ich das so sagen muss. Aber ja. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Ach so, habe ich am Anfang des Videos vergessen zu sagen, ich habe momentan eine Verlosung am Laufen. Ne? Das Video wird dann zum Schluss hier wahrscheinlich dann als Videovorschlag, denke ich mal, hier unten dann erscheinen. Ne? Ja, und ansonsten war's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich euch ein, Playlist von irgendwelchen Beautyboxen, keine Ahnung, guckt einfach mal, ne, was ich hier einblende oder irgendein Video oder schauen wir mal. Siehst du meinen Kanal, kannst du vielleicht kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du Videovorschlag, Gewinnspiel. Ja. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.